Ich glaube, niemand hier kommt mehr klar. Ja, aber jetzt so von der Logik her. Solltest du doch nicht mehr in der Lage sein, mit seinen Schabbel durch die Gegend zu fliegen. Also später sowieso nicht, weil er dann tot ist. Ja, aber ich sag das ja aus gutem Grund, weil ich weiß, du könntest rein technisch noch in der Lage sein, mit seinen Schabbel durch die Gegend zu fliegen. Weil dieses Spiel keinen Sinn ergibt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich geh schlafen. Ich war ganz sein, bring dich um. Also, dieses Spiel hat es geschafft, dass wir Ron, Harry und Hermine total unsympathisch vorkommen. Das ist das erste Mal, dass ich einen von denen... Oh, Harry, wo bleibst du stehen? Ist dein Gehirn ausgefallen? Wenn ich das erste Mal. Hi, Hagrid. Geht jetzt zurück. Könnt nichts tun. Schnäbelchen ist verloren. Das war's. Könnt nichts machen. Geht jetzt besser. Könnt nichts tun. Schnäbelchen ist verloren. Das war's. Lass mich schabbel dich, Hagrid. Lass das. Lass mich in Ruhe. Lass das. Wir können nichts mehr tun. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Ich find's gut, dass Flipendo bei ihm gar nichts mehr macht. Jetzt aber ab mit euch. Wollen wir weiter nach unserem Unverkehrstrand suchen? Klingt gleich zum Dritten der Welt. Also wer auch immer an diesem Spiel gearbeitet hat. Ich will ins Bett. Dass er sein ganzes Gehalt zurückzahlt. Geister, die sollen auch noch Geld drauf tun. So schlimm. Mein Goll war da genau deiner Meinung. Ich hab zu viel erlebt an diesem einen Tag. Und das Ding ist, wir sind ja noch nicht mal fertig. Hör auf, mir irgendwelche Tränke an die Birne zu werfen. Wieso sind denn in den Vasen Tränke drin? Hat die Snape da drin versteckt? Und wenn ja, weswegen? Frag mich jetzt wirklich, wo nochmal Fred und George hingen. Muggelkunde kann es nicht gewesen sein. Vielleicht willst du das wirklich wissen. Alten Ruhen können es gewesen sein. Ach, Kacke. Ja, ich muss es. Leider. Die sind doch nicht besser wie der andere nutzlose Kram, der hier rumläuft. Ja. Ich meine, Snape hat keine Ahnung, was seine Tränke überhaupt wirken. Lupin ist ein Panzer. Und Hagrid stellt sich extra in die große ans Eingang hin, um dort rumzuheulen. Ja, jeder mitbekommt. Ja, aber du sollst ihn in Ruhe lassen, okay? Das ist wie so eine Emo-Person, die auf Twitter was voll Deepes schreibt, aber wenn du fragst, was los ist, die dann immer sagt, ich geh dir nichts an. Lass mich in Ruhe. Ich will ins Bett. Dann geh doch. Lass mich in Ruhe. Bin mir alle im Weg. Alle. Ihr müsst jetzt irgendwie alle 5 Minuten sagen, was ihr wollt und was ihr haben möchtet. Das ist ja schlimmer als die kleinen Kinder. Ich glaube, wir gehen nochmal zum Duellierclub. Also, wenn ich das jetzt so sehe,
Wenn ich in Dumbledores Position wäre, ich würde auch anfangen, Scheiß auf die Gesundheit der Kinder zu geben. Sicherheit wäre meine geringste Priorität. Sollen sie doch alle sterben. Was wäre die höchste? Eine Reichtum. Raus hier, du hast hier nichts zu suchen. Stimmt, ist ja abends, habe ich vergessen. Ja, hast du nicht gesehen, wie dunkel es draußen war? Ich habe vergessen, dass ich, während ich ins Schloss reingegangen bin, Jahrzehnte vergangen sind. Die Tür öffnen, reinzutreten, die Tür zuzumachen, hat so lange gedauert. Du bist 10 Jahre älter geworden. Wieso haben dich dann eigentlich nicht Lupin und Hagrid? Ich hinterfrag's einfach nicht. Die Lehrer geben doch sowieso nichts auf irgendwas, was die Schüler machen. Er sieht mich nicht. Sieht mich echt nicht. Ich bin eine Statue. Gregor, der Kriecher. Meine Liste ist vollständig. Ich muss zu Fred und George. Ich hab eine Fahne. Keiner wird das verstehen. Aber das war die Situation, wie ich mir das vorzustellen habe. Es tut weh. Warte mal, wir haben jetzt Gregor den Kriecher geholt. Ach du Kacke. Also, den letzten, ich weiß, dann, wo wir... Ja, das ist ein Globus. ...später noch landen. Ich meine, guck dir mal die Fenster an, wie dunkel es draußen ist. Ja, hä? Hätte man nicht irgendwie, keine Ahnung. Wenigstens eine Version der Räume machen können, die dunkel ist, und eine, die hell ist. Und dann auch sieht, dass es nachts ist. Oh, da hinten ist das Ding, Mann. Boah, ich muss echt zu Fred und George, der nervt mich so sehr. Diese Dreckszwillinge gehen mir so auf den Sack. Er sieht mich nicht. Ich find's gut, dass ich mir jetzt gerade die Vertrauensschule ruiniert habe. In eine Statue. Okay. Darf mich nicht sehen. Aber im Duellierclub nur ein B? Das stört mich jetzt. Ja, ein F wäre da gewesen. Erstmal Leuten jetzt auf die Nase hauen. Da kenne ich ja gar nichts. Ich meine, du hast gerade 3 Libellen umgebracht. Ja. Allein deswegen solltest du schon eine Note höher gestuft werden im Duellierclub. Und ich sag einfach random Lebewesen um. Weißt du, du darfst nicht im Schloss rumlaufen, aber Draco Malfoy und seine Kumpels dürfen in der Eingangshalle rumstehen. Ja. Ohne dass Lupin und Hagrid irgendwas sagen, aber gut, die sagen auch nichts gegen dich. Eben. Ich denke zu viel nach. Ach man, ich hab nur Flipendo. Schade, ich dachte, ich könnte euch anzünden. Secto Sembra. Erwartet die Hörner. Fernios! Fernios! Wieder fort! Fernios! Was war das? Fernios! Sternius! 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 Sternius!
Guck, ich bleib beim klassischen Pretender, weil ich nett bin. Ja. Geh mal aus dem Weg. Ich bin wirklich müde. Oh. Ja. Ist genau das, was ich mir immer erträumt habe. Einen jammernden Ronald Weasley mit einem Hall. Das ist super. Okay, gib mir weitere Gegner. Ich hau euch um. Aber bitte braucht nicht so lange. Komm, rennt. Ja, du auch. Wann ist man, Leute? Dann gibt es noch schöne Glasscherben, worauf die Kinder draufklicken können. Flipendo! Sternios! Achi! Oh Gott, ich bin so sorry, Harry! Flipendo! Ich hab das Gefühl, das hast du schon abgeschlossen. Ich weiß, dass es eine gute Idee ist, wenn du dich einfach direkt vor ihr gewonnen! Anscheinend war es eine gute Idee. Ich will ins Bett. Voll in die Fresse gerotzt. Dann geh doch ins Bett. Kann er nicht. Hat eine Aufgabe zu erledigen. So, hab ich jetzt... Nee. Weiß aber nicht, was... Die wollen. B-Plus-Student. Können ruhig hier bleiben. Komm, ich will. Velofaus! Sternios! Flipendo! Gibt die gleich auch. Ey! Sternios! Velofaus! Velofaus! Finde ich ja schon cool. Das war easy. Guck nochmal nach. Okay. Keine Ahnung. Muss ich die von Gryffindor noch verprügeln? Ich weiß es nicht. Geh nochmal rein und nochmal raus. Ich weiß nicht, ob wir schon jetzt gegen jeden dann gekämpft haben. Mal gucken. Jetzt sieht's so aus. Der Mio gehen hier hin. Sehr starke Magie. Das ist die falsche Taste gewesen. Wir beenden den Tag. Gib's auf.